Ich werde euch auf vereinfachte Art erklären, was bei der Zellteilung oder auch der Mitose passiert, denn Zellen können sich nur durch die Teilung vermehren. In der Interphase verdoppeln sich die Chromosomen, da es in der Tochterzelle gleich viel Erbgut enthalten muss. In der Prophase löst sich der Zellkern auf, da sich die Zelle teilen muss. Gleichzeitig bilden sich Spindelapparate. In der Metaphase verbinden sich die Spindelapparate mit den Chromosomen. Sie ziehen jeweils eine Hälfte des Chromosomes an sich heran. In der nächsten Phase, der sogenannten Telophase, trennt sich die Zelle. In den zwei neuen Zellen enthält es nun je eine Chromosomenhälfte, also wieder ein Chromosomenpaar, welches nun von einer Kernhülle umgeben wird. Nun wachsen die beiden neuen Zellen an die Originalgröße an und der ganze Vorgang beginnt von neuem.